Jetzt geht's los mit dem Erstellen des Etherpads. Wie ihr seht, könnt ihr von verschiedenen Medien, zum Beispiel vom Laptop, dem Handy oder dem Computer, auf den Link zugreifen. Willkommen bei unserem Erklärvideo zum Etherpad. Ein Etherpad ist ein Programm für kollaboratives Schreiben. Der Sinn von kollaborativem Schreiben ist, dass Aufgaben, die anfallen, nicht von einer Person alleine erledigt werden, sondern dass ihr gemeinsam daran arbeiten könnt. Für das Etherpad heißt das, dass jeder gleichzeitig in diesem Feld Texte verfassen kann und alle anderen Teilnehmerinnen es in Echtzeit sehen, nachvollziehen und bearbeiten können. Dafür habt ihr alle eure eigene Farbe, die ihr rechts oben auswählen könnt, genauso wie euren Namen. Zusätzlich gibt es eine Chat-Funktion. Dazu solltet ihr wissen, dass Etherpad nur der Überbegriff für so ein kollaboratives Textbearbeitungsprogramm ist, in denen mehrere TeilnehmerInnen gleichzeitig Texte verfassen und verändern können. Sie werden von mehreren Anbietern gestellt, wie zum Beispiel Jurpod.eu vom Deutschen Jugendring für das Projekt Jugend beteiligen jetzt und EduPad.ch von der Studer plus Reimann AG. Vom Prinzip her sind alle Pads gleich aufgebaut. Es kann jedoch ein paar kleine Unterschiede von der Optik oder den Funktionen geben. Ein Etherpad zu erstellen ist ganz leicht. Ihr braucht einfach nur einen Internetzugang und ruft die Seite des Anbieters auf. Dann könnt ihr noch einen Namen für euer Etherpad auswählen und schon kann's losgehen. Das ist kostenlos und in der Regel ohne Download möglich. Dann schickt ihr den URL an alle Personen, die daran teilnehmen sollen. Das können beispielsweise eure Vortragspartner sein, mit denen ihr ein Referat vorbereiten müsst. Diese brauchen ebenfalls einen Internetzugang und können durch den URL auf das Pad zugreifen. Da die Internetverbindung die einzige Voraussetzung ist, könnt ihr immer und überall mit den verschiedensten Medien auf das Pad zugreifen. Ob im Park, am Strand oder in der Bar. Das Pad ist immer dabei. Aber Achtung, ihr solltet dort nicht über vertrauliche Angelegenheiten reden oder sensible Daten preisgeben, da jeder, der den Link bekommen hat, darauf zugreifen kann. Es gibt nicht bei jedem Anbieter einen Extraschutz, wie zum Beispiel ein Passwort. Interessant ist auch, dass derjenige, der das Pad erstellt hat, nicht der Administrator ist. Es gibt also keine Hierarchie. Alle, die am Pad teilnehmen, können bedingungslos alles bearbeiten und auch löschen. Damit das Pad nicht missbräuchlich verwendet wird, könnt ihr über die Timeslider-Funktion alles bisher Geschriebene und alle Veränderungen nachverfolgen und auch den vorherigen Status wiederherstellen. Solltet ihr eine Textpassage aus Versehen gelöscht haben, könnt ihr mit dem Rückgängigpfeil oben in der Leiste, wie bei jedem anderen Schreibprogramm auch, das Gelöschte wiederherstellen. Auch sonst gibt es mehrere Funktionen, die an ein normales Textbearbeitungsprogramm erinnern, zum Beispiel Unterstreichen, Durchstreichen oder Aufzählung. Diese Funktionen sind aber begrenzt. Für komplexere Dinge eignet sich das Etherpad nicht, weil die Verbindung ab und zu abbricht. Des Weiteren kann man mit dem Handy manchmal nicht am Pad schreiben, weil das System blockiert. Dadurch eignet es sich vor allem, um gemeinsam an kleineren Texten zu schreiben, Texte einzufügen und zu sammeln oder zum Beispiel um Linklisten einzustellen. Dafür könnt ihr über das Import-Export-Symbol Dateien in das Pad hochladen. Wenn ihr mit eurem gemeinsamen Projekt fertig seid, könnt ihr das Geschriebene auf eurem Computer in verschiedenen Dateiformen exportieren. Das könnte notwendig sein, um die Datei dauerhaft zu sichern oder diese auszudrucken. Wir hoffen, wir konnten euch das Etherpad und seine Nutzung etwas näher bringen. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Thank you.